Hallo, mein Name ist Andreas Braun und ich koche heute für Sie gebratene Entenbrustranchen mit Soja, Sesam und Wokgemüse auf Tagliatelle. Für mein Gericht habe ich hier die Barbary-Entenbrust, die ist auch bekannt als Warzenente oder Moschusente. Da unterscheidet man zwischen männlichen und weiblichen Entenbrüsten. Die weiblichen sind einen Tick kleiner und zarter, die nimmt man dann eher für Gerichte, wo die Entenbrust im Ganzen gebraten wird. Ich habe heute für Sie die männliche Entenbrust hier. Dann haben wir weiter den frisch geschnittenen Ingwer, gehackten Knoblauch, die Karottenstreifen, Sojasprossen, hier wäre noch der Frühlingslauch und zum Schluss dann die Tagliatelle und der Sesam. Zuerst fangen wir an, nehmen uns die Entenbrust, legen die auf die Hautseite und verschneiden alles, was an überschüssiger Haut ist. Nehmen wir ab, kleine Silberhaut mit runter und da haben wir die Entenbrust so. Diese wird anschließend in Scheiben geschnitten, auch genannt Tranchen. So, das ist von der Menge jetzt vollkommen ausreichend für eine Portion. Dann habe ich hier noch den Lauch. Die unteren Enden kommen ab. Dann gehen wir an den Herd, erhitzen ein bisschen Öl, lassen die Pfanne ordentlich heiß werden, damit das Fleisch schön saftig bleibt und kross angebraten ist. Gebe ich die Entenbrust dazu, brate kurz mit an. Das war der Knoblauch und eine kleine Spur Ingwer. Gebe ich jetzt schon die Karotten hierzu. Ein paar Sojasprossen. Lauch. Und den Sesam. Das Ganze schwenke ich noch mal eine Minute kurz an. Gebe dann einen Schluck Sojasauce hinzu. Einen kleinen Schluck Orangensaft zum Verfeinern. Pfeffer, Salz und zu guter Letzt die Tagliatelle. So, somit wäre das Gericht schon fertig und wir können anrichten. Noch ein bisschen frisch gehackten Lauch drüber geben, für die Farbe, fürs Auge und fertig ist unser Gericht. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Vielen Dank, Ihr Andreas Braun. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de